Wollt ihr ein Geschenk haben? Salam alaikum. Ihr habt so Fragezeichen im Gesicht, sehe ich gerade, ne? Salam alaikum. Ja. Wie geht's euch? Alhamdulillah. Ich wollte dich was fragen, ne? Bitte schön, frag. Sag doch, nein. Ja, frag doch. Ich schau mir mal ihre Vorträge an. Ach so, mashallah. Guck mal, ich hab jetzt hier so wenig Sachen noch. Wir haben alles schon verteilt, subhanallah. Ja. Wir haben jetzt ein neues Projekt, Street Dawah. Mhm. Ja, das heißt, wir machen zum Beispiel solche DVDs. Stellen wir her. Guck mal, der hat auch Vogel. Du hast auch Vogel? Guck mal, weißt du, was der eben gesagt hat? Der hat gesagt, ich habe noch nie einen. Guck mal, der ist so krass. Ich habe eben gesagt, der Name Vogel, der ist ja voll oft vorhanden. Da sagt der, ich habe noch nie einen anderen gesehen, der Vogel heißt mit Nachnamen. Ja, siehst du, jung. Nein, ich habe gesagt, ich habe noch nie so einen Vogel wie dich gesehen. Ach so. Okay. Okay, alles klar. Guck mal, wir haben hier zum Beispiel solche DVDs. Mhm. Und ihr zum Beispiel könnt das auch. Ihr könnt solche Rohlinge kaufen, wenn ihr Lust habt. Und sie euch mit Freunden zusammentun. Und dann schicken wir euch die zu und dann geht ihr zu den ganzen Freunden bei euch in der Klasse, bei euch in der Schule. Ihr habt ja bestimmt viele Nicht-Muslime in der Klasse, und dann schenkt ihr denen was. Damit die Muslime anfangen zu praktizieren und die Nicht-Muslime. Wie alt seid ihr eigentlich? Ich bin 18. Du bist 18. Und wie sieht es aus mit Kopftuch? Ja. Hast du noch nicht, ne? Nein. Inshallah, warum fängst du nicht an? Nee, ich frage ganz ehrlich, vielleicht kannst du das. Vielleicht hast du ja eine Antwort. Aber du willst bestimmt, oder? Ja. Und wer hindert dich? Schule? Ich möchte gerne meine Freundinnen dazu bringen, aber ich weiß nicht, wie ich mit denen also argumentieren soll. Guck mal, super Idee. Guck mal, ich habe einen Vortrag. Erstmal, warum trägt die muslimische Frau Kopftuch? Ja. Kauf dir das an, schreib dir Argumente auf. Dann, du kannst zum Beispiel von uns DVDs haben, wenn du die Internetseite kontaktierst, piavogel@info.de. Und dann schicken wir dir die DVDs, warum trägt die muslimische Frau Kopftuch, Weisheit des Kopftuchs, und dann schenkst du die allen deinen Freundinnen. Ja. Und bei dir, was hindert dich jetzt noch? Arbeit, ach, du arbeitest. Ja, das habe ich sofort, glaube ich, mir auch angehört, Arbeit. Ja, aber guck mal, hast du den Arbeitgeber mal gefragt, ob du Kopftuch tragen kannst? Der hat nein gesagt direkt. Ja, dann such dir andere Arbeit. Ja, mach du A. Komm, mach du A, such dir andere Arbeit. Aber deine Eltern machen bestimmt Stress. Die sagen, nein, auf jeden Fall arbeiten, oder? Ja, man muss irgendwas haben, klar. Guck mal, such dir was anderes. Allah wird dir helfen. Wo, aus welchem Land kommst du? Auch keiner. Ach, deine Eltern sagen dann, du musst auf jeden Fall, ja, du darfst kein Kopftuch tragen, weil du musst ja arbeiten, oder wie? Das haben meine Eltern auch gesagt, ich trotzdem bei. Ja, richtig. Guck mal, ich sag dir eins. Woher kommst du? Ich komme aus dem Irak. Irak. Guck mal, ich sag dir was. Jeder Mann, der dich sieht ohne Kopftuch, gibt es eine Sünde. Ich sag dir das nicht, weil ich sage, du bist schlecht oder so, auf keinen Fall. Ne? Nur ich will dich motivieren. So, jetzt. Wenn du auf der Arbeit drei Stunden bist und dein Iman ist noch zu schwach, wenn du auf der Arbeit jetzt 3 Stunden bist oder 8 Stunden bist und du trägst kein Kopftuch, kriegst du in dieser Zeit Sünde. So, was ist besser? Die Sünden auf der Arbeit und außerhalb der Arbeit oder nur auf der Arbeit? Nur auf der Arbeit. Umso weniger Sünden man hat, umso besser. So. Das heißt, wenn du dann danach Kopftuch trägst und davor, wenn du am Anfang zu. Weil es ist oft so, guck mal, ich kann dir nicht sagen, es ist erlaubt für dich auf der Arbeit Kopftuch auszuziehen. Aber was ich meine ist, wenn du zu schwach bist, das Kopftuch auf der Arbeit zu tragen und du bist zu schwach, noch vom Iman dich dagegen zu stellen. Also ich sage dir, vergiss es. Such dir einen anderen Job oder irgendwas anderes, okay? Das ist das Beste. Aber wenn du das Beste nicht schaffst, weil du das, dir die Kraft noch fehlt, okay, dann versuch das Zweitbeste zu machen. Das Zweitbeste ist, okay, oder das weniger Schlechte ist, du trägst auf der Arbeit kein Kopftuch und danach und davor trägst du Kopftuch, weil diese Sünden hast du diese Zeit nicht. Und glaub mir, wenn du das eine Woche machst, eine Woche, sagst du, boah, ich kann das Kopftuch nicht mehr ausziehen. Glaub es mir. Und dann wirst du so viel Power kriegen, dann geht der Iman wie eine Rakete bis zur Decke. Ja, ohne Quatsch. Und mach Dua, wirklich, mach dir beide Dua. Sag, oh Allah, helf mir richtig zu praktizieren. Das ist ganz wichtig, okay? Ja. Du scheinst jetzt traurig zu sein, nein, irgendwie, ne? Ja. Okay. Ich bin froh, dass du mir das gesagt hast. Achso, bist du froh darüber? Und sie hat irgendwelche Fragen gehabt. Wie bitte? Ja, bei mir war es auch so, ich möchte auch komplett so, wissen Sie auch Schweine? Niqab. Also nicht Niqab, sondern halt so lange und ja. So. Aber das geht auch nicht wegen der Schule und danach kommt die Arbeit. Wieso? Ich weiß nicht. Zieh doch an. Sagst du? Ja, aber danach ist es doch schlimm, wenn ich später dann doch wegen der Arbeit ausziehe. Also guck mal, du bist jetzt 18.
So, und außerdem, auf der Arbeit, vielleicht findest du eine andere Arbeit. Guck mal, Allah sagt im Koran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Das heißt, wer Allah fürchtet, Salam alaikum, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er, von wo er es nie erwartet hat. Das heißt, du gibst Allah etwas, er gibt dir mehr zurück. Glaub es mir. Deswegen, denke nicht an jetzt und wenn nicht dann und fang an. Verstehst du? Fang an und arbeite weiter und versuch das Beste zu geben. Und du weißt ja gar nicht, ob du überhaupt morgen noch lebst. Ja. Wer hat dir die Garantie gegeben? Das heißt, mache jetzt das, was du tun kannst. Und lasse jetzt die Sünden, die du lassen kannst. Und fang an. Lass es sein. Oder lass Sünden sein. Versuch die besten Taten zu machen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Sag mal auf Deutsch. Der Prophet hat gesagt, فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرَ الصَّبَاحَ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرَ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Das heißt, und wenn du den Morgen erreichst, das erwarte nicht den Abend, und wenn du den Abend erreichst, das erwarte nicht den Morgen, und nehme von deiner Gesundheit für dein Leben und von deinem Leben für deinen Tod. Von deiner Gesundheit für deine Krankheit und von deinem Leben für deinen Tod. Ja? Warum von der Gesundheit für die Krankheit? Damit ist gemeint, wenn man krank ist, kann man nicht mehr so gut beten, kann man sich nicht mehr so gut bemühen. Aber wenn du vorher im gesunden Zustand diese Taten gemacht hast, dann schreibt dir Allah dieselben Taten, die du vorher gemacht hast. Zum Beispiel, du betest jeden Tag Qiyamul Layl. Dann auf einmal wirst du krank, du kannst das nicht mehr. Oder du fastest die montags und donnerstags. Plötzlich wirst du krank, du kannst das nicht mehr. Allah schreibt dir dann die Taten trotzdem, als wenn du sie gemacht hättest, weil du es vorher gemacht hast. Deswegen, gib Gas, fang einfach an und sag zu der ganzen Welt um dich herum, ihr interessiert mich nicht die Bohne, mich interessiert nur Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la wa bidhalika umirtu wa anna awwal muslimin. Wahrlich, mein Gebet und meine Opferung und mein Leben und mein Sterben ist für Allah, den Herrn der Welt. La sharika la. Der hat keinen Partner. Das heißt, für niemanden lebe ich außer ihm. Und ich bin der Erste, der sich Gott ergibt. Sei du die Erste, die Hijab trägt. Sei du die Erste, die von mir aus Niqab trägt oder was auch immer. Ja? Gib Gas. Seid ihr auf Gymnasium? Nee, ich habe Abitur. Also du machst Abitur. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمي باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم بسم الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم